Ja, es freut mich sehr, dass heute so viele Interessierte zur Buchvorstellung gekommen sind. Ich habe mich seit Jahren mit dem Thema Staatsbürgerschaft beschäftigt und mein Buch hat einen juristischen, einen historischen und einen politischen Blickwinkel auf dieses Thema. Zuerst geht es um einen historischen Überblick, was geschah vom Ende der Monarchie 1918 bis ungefähr 1948. Derzeit haben viele Südtiroler viermal die Staatsbürgerschaft gewechselt, obwohl sie immer in Südtirol gewohnt haben. Im zweiten Teil beschreibe ich die politische Bestrebung, die ungefähr seit 2006 bzw. 2009 besteht, dass den Südtirolern eine doppelte Staatsbürgerschaft ermöglicht wird von Österreich. Die Pro- und Kontra-Argumente, wer welche Positionen vertreten hat und wie das in Zukunft ausschauen könnte. Ich hatte die Möglichkeit, dieses Buch bereits vor der Drucklegung zu lesen und war sofort begeistert vom Inhalt. Es ist hier nämlich dem Autor Otto Malknecht gelungen, in sehr kompakter Form viele Informationen hineinzubringen, die insgesamt mit der Staatsbürgerschaft zusammenhängen. Auf der einen Seite sind es die gesamten historischen Aspekte, die vor allem für die Südtiroler sehr interessant sind. Und dann hat er genau die juridischen und auch die politischen Hintergründe dieser Staatsbürgerschaftsfrage oder Fragen erklärt. Ein wahnsinnig wichtiges Buch, weil es sehr, sehr viele komplexe Fragen ganz einfach erklärt, leicht verständlich ist, vor allem auch für junge Leute. Gerade die Frage der österreichischen Staatsbürgerschaft, die Verleihung, was passiert dann, darf nicht passieren, muss man dann zum Militär gehen, wird man einberufen, wie ist das mit den Steuern und so weiter. Das ist alles hier drin ganz, ganz leicht erklärt. Ein richtungsweisendes Werk. Ich bin sehr froh, dass dieses Werk herausgekommen ist, weil es dieses Thema, das damals schubladisiert worden ist, vielleicht wieder imstande ist, auf Parkett zu bringen. Und wirklich mithilft, dass dieses Thema wirklich ein Thema in der Öffentlichkeit wird. Ich glaube, dass das Konzept der Doppelstaatsbürgerschaft etwas Positives ist. Und innerhalb der Europäischen Union ist es auch ein bestimmter Trend. Es gibt viele Staaten, die eben Doppelstaatsbürgerschaften ermöglichen. Deswegen glaube ich, dass es der modernen Welt entspricht und eine Bereicherung darstellen könnte.